Hallo Leute, Schlagzeile in der Zeitung, die mich mal ernsthaft jetzt auf diesen Post veranlasst hat, weil ich irgendwie meine, kannst du keine mehr erklären. Freisprüche für VW-Personalchefs. Landgericht Braunschweig hat in einem strafrechtlichen Verfahren gesagt, nö, pass mal auf, hier, das, was der Personalrat, beziehungsweise was die Personalchefs vielmehr, ne, nicht der Personalrat, also lass das mal weg, was die Personalchefs hier mit dem Betriebsrat und den Betriebsratsvorsitzenden gemacht hat, nö, vielleicht nicht okay, aber eine Straftat ist es nicht, weil Personalchefs waren wegen Untreue angeklagt. Und Untreue heißt, dass sie mit den Geldern des Unternehmens, die hätten anders eingesetzt werden können, dem eigentlichen Unternehmenszweck entzogen haben und damit die Gelder veruntreut. Das mag strafrechtlich richtig sein, aber was dahinter steht, ist doch noch die eigentlich große Schweinerei. Was war denn passiert? Der Betriebsrat, ja, also sprich, jetzt nehmen wir das mal klassisch, ne? Betriebsrat kennt ihr. So. Und in dem Betriebsrat werden die Mitarbeiter gewählt, ne? Mit entsprechender Betriebsratswahl. So, der Mitarbeiter, der dann in den Betriebsrat gewählt worden ist, der war vorher normaler Mitarbeiter. So, jetzt lass mal den Mitarbeiter, sagen wir mal, der war am Band. Und einfach, um einfach runde Zahlen zu nennen, der hat 5.000 Euro verdient. Jeden Monat. Ist okay, ja. Macht also am Ende des Jahres 60.000 Euro brutto. Ohne irgendwelche Zuschläge und Sondergratifikation. Und jetzt wird der in den Betriebsrat gewählt. Und in dem Moment, wo der im Betriebsrat ist und dann eben mit den Personalchefs gemeinsame Entscheidungen treffen muss, nach dem Betriebsverfassungsgesetz, ist festzustellen, dass der auf einmal nachher ein Jahresgehalt hatte mit Bonis von, hier steht's, einer Dreiviertelmillion Euro. Also, und dann soll das Gericht urteilen und sagen, naja, dieses Geld, was jetzt viel mehr gezahlt worden ist als das eigentlich frühere Entgelt, steht nicht im Verhältnis. Ja, wofür wird es denn gezahlt? Damit er seine Betriebsratstätigkeit nicht mehr wahrnimmt und vielleicht im Unternehmen gewogen ist. Betriebsratstätigkeit ist auch Tätigkeit für die Mitarbeiter und mit und zum Zwecke des Unternehmens. Ja, also nicht einseitig, sondern es sollen natürlich auch die Zwecke des Unternehmens gewahrt werden. So, und jetzt kannst du es doch keinem Mitarbeiter, mal ganz ernsthaft, ja, keinem Mitarbeiter mehr erklären, wieso du plötzlich, wenn du im Betriebsrat bist, eine Viertelmillion Bruttoentgelt für deine, was war ja wofür denn eigentlich? Doch nicht für die Betriebsratstätigkeit. Für die Betriebsratstätigkeit kriegst du kein extra Geld. Ja, du wirst ja weiter bezahlt. Im Zweifel wirst du freigestellt als Betriebsratsvorsitzender und der Arbeitgeber zahlt dein Entgelt, was du, wenn du gearbeitet hättest, dann auch erhalten hättest. Ja, aber er hat doch vorher keine Dreiviertelmillion bekommen. Jetzt kriegt er sie plötzlich. Die Vergütung ist doch nicht im Verhältnis. Und was sagt dann letztendlich der Staatsanwalt beziehungsweise im Ergebnis das Gericht? Die Vergütung der Betriebsräte bei VW war strafrechtlich nicht zu beanstanden. Also, naja, ich sehe es ein bisschen anders. Sollte man darüber nachdenken, dass da die Mitarbeiter vielleicht sich in der Summe vielleicht bei der einen oder anderen Sache nicht richtig vertreten fühlen und dass das auch nicht im Verhältnis zu den anderen Mitarbeitern stehen kann. Und auch die Systematik der Vertretung von Mitarbeitern durch Betriebsräte erschüttert, denke ich, ist völlig klar. Ich halte das auch unter Maßgabe der neuen gesetzlichen Regelung für bedenklich. Das mag strafrechtlich nicht in Ordnung sein. Sprich, also man kann strafrechtlich nicht belangen, aber es ist moralisch gesehen nicht in Ordnung. Einfach mal so eine Geschichte, wo ich meine, denkt mal drüber nach, diskutiert, auch wenn ihr selber im Betriebsrat sitzt oder wenn ihr einen Betriebsrat habt, guckt doch mal hin, was passiert da vielleicht. Ich wollte es mal loswerden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und jetzt mache ich mich fertig. Geht gleich in 4 Arbeitsgerichtstermine, in dem Fall für die Arbeitnehmer um Kündigungsschutzsachen. Schauen wir mal. Habt einen schönen Tag.